Henriette, ich musste da mal wirklich mal aber mal was sagen. Ich verstehe das nicht, dass du dich da mit diesen Leuten auseinandersetzt. Ja? Wenn dir irgendwie einer was schreibt, wenn du da irgendeine Seite betreibst oder mit Leuten in Kommunikation bist und die sind irgendwie unverschämt oder so, das hattest du ja aber schon angekündigt, dass du diese Leute für deine Seite blockierst, aber den Kommentar stehen lässt. Was machst du jetzt? Du setzt dich da mit irgendeiner Schnalle auseinander. Mit so einem Abfall würde ich gar nicht reden. Ja, da würde ich gar nicht mehr reden. Ja, du hast da alles gesagt, was er hat wissen müssen und dann ist es gut, muss genügen. Ja, wäre das bei mir, würde ich sagen, pass mal auf, Mädel, wir treffen uns mal und dann sagst du mir das mal ins Gesicht. Ja, und wenn nicht, was ist denn jetzt hier los? Wieso ist denn jetzt hier das Licht aus? Kann ja wohl nie wahr sein. Jetzt ist hier der Strom ausgefallen. Ja, jetzt ist hier Stromausfall. Also ich will wenigstens noch zu Ende reden, ja. Dann musst du mit offenen Karten spielen. Du darfst dir das nicht gefallen lassen. Du sagst der Alten einmal die Meinung und dann ist das gut. Ja, ich bin ja direkt. Also ich biete ja so einen Leuten Treffen an und sage, wir treffen uns und dann sagst du mir das nochmal. Ja. Und dann sage ich dir, was ich denke. Auge in Auge. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Logisch. Ich kehre nicht unter den Teppich und ich vergesse auch nicht. Und ich lasse mir auch nicht gefallen. Ja. Henriette, Henriette, ich kann nur sagen, vertritt mal deine Standpunkte. Ja. Jetzt sind da immer dieselben Flachpfeifen, die sich da hinter ihrem Computer verstecken. Jetzt schwappt hier dieser Facebook-Pöbel, der schwappt jetzt hier rüber. Trete die Alte raus. Ja.